Pressekonferenz des ERV 09 wird Ihnen präsentiert von Breddel Media und dem Landhotel zur Post in Schönheide. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des ERV Schönheide gegen die Höchstadt Alligators. Endstand vor 336 Zuschauern 3:1 und damit der erste Saisonheimsieg für unsere Wölfe. An meiner Seite begrüße ich die beiden Trainer. Zu meiner Linken Daniel Jun aus Höchstadt und rechts von mir Michael Rumrich vom ERV Schönheide. Das erste Statement gebührt natürlich dem Gästecoach Daniel. Eine kurze Einschätzung zum Spiel heute. Gratulation an Schönheide. Das hat mich ein bisschen erinnert, unsere Jahre vor 7-8 Jahren, wo wir hatten auch so eine kleine Kader gehabt, 12-13 Jungs, und es sind große Mannschaften hingekommen und wir haben die Spiele auch so geschafft, irgendwie zu gewinnen. Die Jungs haben das natürlich heute verdient. Die haben erste Drittel besser gespielt als wir. Wir haben meiner Meinung nach klassische Feldstart bekommen. Erste Drittel haben wir total unterschätzt und deswegen haben wir das Spiel verloren. Aber ich denke, dass nach dem ersten Drittel, wir haben ein paar Worte in der Kabine gesagt, war das Spiel schon ungefähr auf die Augenhöhe. Wir wussten, dass das für uns ein wichtiges Spiel ist. Wir wollen in diese erste Acht kommen. Aber wie gesagt, wenn du so spielst, erste Drittel näher, dann irgendwann das Glückskurs oder dieser Siegesgott dreht sich zu dir mit dem Rücken. Und Kompliment an die Jungs von Schönheide. Gratulation. Ich bin natürlich enttäuscht. Die, welche mich kennen hier, die wissen, dass ich mag nicht, solche Spiele zu verlieren. Aber das ist alles okay. Wir haben nur ein Tor geschossen, Schönheide 3. Und deswegen haben sie heute verdient gewonnen. Danke. Danke dir. Ja, Michael, deine Einschätzung zum heutigen Spiel? Gut, ich bin natürlich erst einmal total stolz auf meine Mannschaft für unseren ersten Heimsieg. Wir haben wieder mal mit einem Minikader spielen müssen. Und was die heute halt wieder in die Waagschale geschmissen haben, das gebührt höchsten Respekt von mir. Und mir freut es natürlich auch für unsere Zuschauer, für unsere Sponsoren, dass wir endlich einmal zu Hause gewonnen haben. Ich glaube, die haben es alle mehr als verdient. Weil mit welchem Herzblut auch unsere Sponsoren oder unsere Fans dabei sind. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir endlich einmal gewonnen haben, weil wir haben schon gar nicht mehr gewusst, wie es siegen geht. Und ja, wir haben gut angefangen eigentlich in dem Spiel, haben das erste Drittel, sage ich mal, klar und auch verdient 3:0 gewonnen. Und danach wusste man natürlich, dass Höchstadt im zweiten Drittel nochmal alles in die Waagschale werfen wird. Aber ich habe meine Jungs heiß gemacht in der Kabine, das hat man dann auch gesehen zum Schluss. Haben sie sich in alle Schüsse hineingeschmissen und haben das Tor verteidigt bis aufs Blut. Und von dem her, von meiner Seite nochmal ein Riesenkompliment an die Mannschaft und ich bin sehr, sehr stolz auf die heute. Danke dir. Gibt es von den anwesenden Gästen oder Medienvertretern noch Fragen zum heutigen Spiel? Nicht der Fall. Daher der Ausblick noch in die anderen Stadien. Dort spielen immer noch der EV Landshut gegen die Tölzer Löwen. 2:3 stand es da nach 52 Minuten. Die Blue Devils Weiden gegen den Deggendorfer SC. 2:3 nach dem zweiten Drittel. Der EHC Waldkraiburg spielt gegen den EC Peiting. 0:3 stand es da nach 48 Minuten. EHC Sonthofen gegen den EV Lindau. 1:4 nach dem zweiten Drittel. Morgen noch das letzte Spiel des Spieltags, da trifft der EV Regensburg gegen die selber Wölfe. Wir haben am Freitag ein Auswärtsspiel beim Wölfe-Duell in Selb um 20 Uhr und sehen uns hier wieder im Wolfsbau am Sonntag, den 8.1. um 17 Uhr zum Rückspiel gegen die selber Wölfe. Bis dahin eine schöne Woche und gute Heimreise. Ja, ja. Ja.